Frau Buse, recht herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen und natürlich die Bastra mal kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Claudia Buse. Ich bin 47 Jahre, bin jetzt in dritter Generation in unserem Familienunternehmen, was 46 gegründet wurde. Und wir stellen Koch- und Rauchanlagen für die Lebensmittelindustrie, LEH und Handwerk her und sind hier in der Firma ein Team von ca. 60 Mitarbeitern in Arnsberg im schönen Sauerland. Schön. Ich steige direkt mal ein. Uns interessiert so ein bisschen, wie Unternehmer im Mittelstand ticken oder Unternehmerinnen im Mittelstand ticken. Also die erste Frage mal generell, was motiviert Sie eigentlich, das zu tun, was Sie tun als Unternehmerin? Was mich motiviert, ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes, starkes Team. Ich sage immer, wir sind eine Familie hier und für mich steht natürlich im Vordergrund, dass wir mit unserem Geschäft irgendwo auch Geld verdienen, aber für mich steht im Wesentlichen im Vordergrund die Menschen und die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wenn man die Menschen mitnimmt und ich auch mal eine gewisse Wertschätzung geben Menschen, egal ob er im Betrieb arbeitet oder ob er in der Verwaltung arbeitet, ob er Führungskraft ist oder nicht, dass wirklich alle wie ein Rad zusammengreifen und man ein gemeinsames Ziel verfolgt und dabei erfolgreich ist. Und dann stellt sich alles andere automatisch eigentlich ein. Und das ist das, was wir hier jeden Tag transportieren wollen und was uns, denke ich, jetzt auch in dritter Generation erfolgreich am Markt bestehen lässt. Schön. Deckt sich vielleicht so ein bisschen von der Fragestellung, aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es dann doch was anderes, was... Gibt es Dinge, die Sie inspirieren als Unternehmerin? Also Dinge, die Sie vielleicht im Privatleben mitnehmen, die Sie sagen, die Sie reinbringen oder? Also ich habe generell Spaß an Lebensmitteln. Ich koche selber gerne, also insofern ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Und es ist klasse, wir haben jetzt eine neue Kundengruppe erschlossen. Das sind eben die großen Supermarktketten, vor allem Deutschlands, mit unserem neuen Produkt, dem Smart 500. Und mich inspiriert immer, wenn ich mit Kunden reden kann und Kundenbedürfnisse dann auch wieder ins Unternehmen rein transportieren kann und dadurch neue Ideen auch ins Unternehmen bringe, wie für den Endverbraucher an der LEH-Theke sichtbar zu machen. Da wird ein Produkt entveredelt, da wird ein Produkt geräuchert, das kommt frisch aus der Anlage. So hat man eben das, was man privat gerne macht, auch ins Unternehmen transportiert und das inspiriert natürlich immer. Mhm. Und die Kunden haben immer die besten Ideen. Und wenn man die gut umsetzt für sich, dann ist man, denke ich, auch nachhaltig erfolgreich. Jetzt sind Sie ja in Ihrem Geschäftsfeld Fleischerhandwerk, Lebensmittelverarbeitung eher so in einem konservativen Traditionsgeschäft eigentlich, dann auch noch starker Mittelstand, auch stark hier und da regional geprägt. Wie navigieren Sie in so einer Welt? Weil Sie sind ja, Sie wirken ja als sehr agile junge Unternehmerin in dem Sinne, so agieren Sie ja auch und man merkt ja, dass hier auch viel Bewegung drin ist. Also was ist Ihnen ganz wichtig in dieser Welt irgendwie? Wie kommen Sie in dieser Welt überhaupt zurecht? Ich weiß, das ist blöd gefragt, aber... Also erstmal, ich bin ja total gegen die Frauenquote, aber ich versuche natürlich auch, wir haben auch mittlerweile Frauen in der Führungscrew und versuche da immer so ein gemischtes Team zu bilden. Es ist natürlich eine Männerwelt und wenn man da eben in den Betrieben ist, ich finde das einfach ganz gut, dass man da erstmal als junge Unternehmerin schon mal so einen gewissen Vorteil, finde ich, hat. Es macht auch Spaß und versuche natürlich von der Kundschaft her, ich sag mal, die traditionellen, wirklich auch noch alten Handwerker mitzunehmen, indem man sagt, Bastra ist für euch genauso da wie für eine Supermarktkette. Das versuche ich natürlich eben zu navigieren. Also diese ganzen verschiedenen Interessen der Supermarktketten, der alten Kunden, der Industriekunden für uns hier, reinzubringen, zu verarbeiten und für diejenigen Gruppen dann auch die beste Lösung zu erarbeiten. Aber das ist ja auch gerade, was Spaß macht, mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Ansätzen zusammenzuarbeiten und daraus wieder für uns die Produktentwicklung auch zu ziehen in die Zukunft. Wenn Sie so an dieser Schnittstelle zur Tradition, auch natürlich Ihrer Familientradition oder der Tradition des Familienunternehmens und der traditionellen Werten des Marktes mal schauen, was ist Ihnen persönlich besonders wichtig als Unternehmerin in diesem ganzen Metier?
also wofür unser Team steht, die Firma steht und wir auch im Verhältnis zu unseren Kunden stehen, ist mit Sicherheit eine große Authentizität, also immer dieses ehrlich sein und sagen auch, was können wir und wo sind unsere Grenzen. Ich denke, wir haben auch eine gewisse Empathie als Firma, als Unternehmen und was mir intern sowie extern wirklich wichtig ist und das wird auch wirklich hier auch gepredigt und gelebt, ist eine Grundehrlichkeit und auch ein Respekt gegenüber Menschen und Kunden und auch im Miteinander. Also das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wie gibt es da Rezepte, wie man das vermittelt oder wie vermitteln Sie das? Weil Sie es vorleben oder? Ja, ich denke, so ein Miteinander, ich habe ja eben schon mal kurz berichtet, wir haben eine gemeinsame Aktion gemacht, wir haben gemeinsam hier den Eingang und das Treppenhaus gestrichen und wenn man als Unternehmer dann selber mal einen Kittel anzieht und den Pinsel in die Hand nimmt und selber da mitstreicht und mit den Mitarbeitern hier Currywurst isst und ein Bierchen trinkt, ich glaube, da lebt man das auch vor und natürlich auch bei den Kunden oder zu den Kunden mit rausfährt, mit den Kunden spricht und in den Betrieben rumläuft und guckt, was machen die da eigentlich. Also das ist einfach das Führen durch Vorbild und das ist, glaube ich, das wesentliche Rezept. Ja. Was würden Sie sagen, sind so die bei diesem Führen durch Vorbild, was sind die größten Herausforderungen für Sie? Sich immer selbst auch wieder in Frage zu stellen. Ja. Also ich habe jetzt mein Führungsteam zu einer Fortbildung geschickt und habe auch bewusst der Trainerin gesagt, die das Führungskräftecoaching macht, ich möchte auch, dass das Führungsteam mal sagt, was gefällt denen an meinem Führungsstil und was gefällt denen nicht. Und ich möchte das auch als ehrliches Feedback dann auch wieder haben, weil ich bin auch nicht perfekt und ich arbeite immer an mir und gucke, wie ist das Feedback von meiner Mannschaft und dann versuche ich an mir zu arbeiten und mich auch immer wieder selbst in Frage zu stellen und selbst auch mal so ein Coaching zu machen und zu gucken, wo kann ich mich denn noch verbessern. Also man lebt durch Bewegung und ja, ich sag mal, geistig muss das Team dann einfach mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja so völlig konträr zu der alten Unternehmerdenke, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Was würden Sie sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen dem modernen Unternehmer, wie Sie es jetzt eigentlich repräsentieren, und der alten Generation, die ja teilweise noch im Mittelstand auch zu finden ist? Gut, also ich merke das bei dem Team, also es sind ja wirklich viele Mitarbeiter noch hier, die sind über 40 Jahre, teilweise haben ein 50-jähriges Jubiläum hier und ich merke eine Angst, das ist eine Angst da, oder es war lange eine Angst da, ich bin ja jetzt 10 Jahre schon hier, es war lange eine Angst da, Entscheidungen alleine zu treffen und man hat immer nur geguckt, bis man also Anweisungen von oben kriegte und hat die dann umgesetzt. Und ich habe da bewusst, ich sag mal, eine lange Leine und sag, macht doch erstmal, trefft Entscheidungen und euch wird nicht der Kopf abgerissen und das lebe ich auch. Und mir ist es wichtiger, man trifft Entscheidungen und dann ist auch mal eine falsche dabei, als gar keine zu treffen. Und wir haben ein betriebliches Vorschlagswesen, wo jeder, der im Betrieb ist, der in der Verwaltung ist, in der Führungskur ist, seine Vorschläge auf den Tisch bringen kann und die werden dann auch ernsthaft diskutiert und dann wird auch, wenn sie verworfen werden, auch gesagt, warum. Also es wird nicht einfach nur gesagt, ist nicht und tschüss, sondern es wird gesagt, das ist aus Kostengründen oder das bringt uns so nicht weiter. Na, also man muss die Mitarbeiter ernst nehmen und denen auch mit Respekt begegnen und wir haben einfach flachere Hierarchien. Bei mir kann der Mitarbeiter aus dem Betrieb genauso in die Tür kommen, an meine offene Tür. Ich habe keine Vorzimmerdame und nichts wie eine aus dem Führungsteam und das wird hier einfach gelebt. So haben auch junge Leute und Auszubildende manchmal Ideen und kommen zu mir und sagen, Frau Huse, was halten Sie, wenn wir jetzt den örtlichen Fußballverein sponsern und da steht dann überall Bastra dran und da sind ja auch Metzger anwesend und vielleicht wollen die dann auch mal eine Anlage kaufen. Und wenn die merken, da kommt ein gutes Feedback und man macht da was, auch wenn es nur ein bisschen ist, dann kommt das, denke ich, gut an und das schweißt uns als Team zusammen. Und das ist der Unterschied natürlich zu der herkömmlichen Führungsmethode, ja, wo es einen Plan gibt und der wird durchgedrückt und jeder muss funktionieren. Wie viel Arbeit nehmen Sie mit nach Hause? Da ich eine Familie habe und pendel, versuche ich das möglichst gering zu halten. Ich nehme auch immer Arbeit mit nach Hause, aber ich habe jetzt mit 20 Jahren Berufstätigkeit es gelernt, reduziert zu halten. Okay. Es gibt immer solche und solche Phasen, aber
ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche es reduziert zu halten und zu gucken, dass ich mich dann, wenn ich hier bin, aufs Wesentliche konzentriere. Okay. Wie viel zu Hause nehmen Sie mit zur Arbeit? Mit zwei kleinen, klein sind die nicht, aber zwei Kindern und einem Mann ist das natürlich auch immer präsent. Man muss immer den Spagat schaffen, wie jede berufstätige Mutter und Frau. Und insofern, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind und hier Familie lebt und meine Söhne ja auch schon im Betrieb mal die Schraubenzieher gedreht haben, ist zu Hause auch immer im Betrieb präsent und das muss auch so sein. Also die Frage zielt ja auf diese ganze Thematik New Work und Work-Life-Balance und so weiter ab. Ist das was in eine mittelständische Realität produzierendes Gewerbe überhaupt reinpasst? Diese ganze Idee von flexiblen Arbeitszeiten, von Selbstbestimmung und so weiter und so fort? Oder sind Sie der Meinung, es gibt bestimmte Branchen, wo es einfach nicht funktionieren kann? Also wie sehen Sie das mit der relativ jungen Sichtweise? Also ich glaube nicht, dass es keine Branche gibt, wo es gar nicht funktioniert. Also ich glaube, man kann immer ein Stück weit es so umsetzen, dass sich auch eine berufstätige Hausfrau und Mutter in so einer Branche wohlfühlt. Mhm. Und es kommt auch sehr viel auf die Organisation und die Kollegen an und auf die Teams, wie ich die mische. Ne? Also dass nicht alle Kinder mit Schulpflichtigen oder alle Kinder haben, die schulpflichtig sind, ne, sondern dass es mal so ein bisschen gemischte Teams sind, wo auch in Ferienvertretung stattfindet. Und wir haben ja einige berufstätige Mütter und ich habe das auch vorher schon in meiner Vorgängerfirma, wo ich die Personalverantwortung hatte, immer versucht zu forcieren, dass junge Frauen und Mütter schnell wieder einen Job finden und wenn es nur stundenweise ist und das auch gut zu integrieren. Mhm. Und wenn auch von der Frau der Wille und der Weg da ist, dann schafft man das auch, ohne dass die Kollegen da komisch gucken, wenn es heißt, jetzt ist es 3 Uhr und jetzt muss ich mein Kind von der Kita abholen. Und das lebe ich auch vor. Es sind dann mal Termine mit Kindern und dann bin ich eben auch nicht da. Und das Denken kann in jede Branche Einzug finden. Das ist nur eine Kopfsache. Das ist eine gute Antwort, das ist wirklich nur eine Kopfsache. Stichwort Kopfsache, Sie stehen ja schon sehr stark für Veränderungen hier bei der Bastra, mit Ihrem Zutun jetzt, auch wenn es natürlich schon 10 Jahre sind. Aber was glauben Sie, oder vielleicht mit dem Blick auf das, was Sie schon erlebt haben, was glauben Sie, wie sich die Arbeit in Zukunft noch verändern wird? Ich meine, wir sind ja gerade in so einer Umschwungsphase. Also ich glaube, dass jetzt vom Unternehmenszweck die Arbeit immer mehr in Richtung Dienstleistung, Service gehen wird. Also dass man immer, dass die Orientierung dahingehend mehr sein muss, was will der Kunde, dem muss schnell geholfen werden und wie können wir uns so aufstellen, dass wir service- und dienstleistungsorientierter sind. Und das ist ein Umdenkprozess, der ganz, ganz schwierig ist, gerade in Deutschland, finde ich. Mhm. Also da müssen wir noch viel, können wir noch viel vom Ausland lernen. Das ist ein Denkprozess, da muss ich hier alle mitnehmen und das wird ein sehr schwieriger Weg. Also schließt direkt an die nächste Frage an, wie ändert sich Führung in Zukunft? Oder wie muss sich Führung ändern, um das dann zu bedienen, was Sie gerade angemerkt haben, also eher diese Kundenorientierung vor Augen zu haben? Ja, man muss einfach flexibler werden. Also man kann nicht mehr statisch führen, man muss die Menschen mitnehmen, man muss individuell gucken, dass sich derjenige am Arbeitsplatz wohlfühlt und auch eine Sinnhaftigkeit in seinem Tun findet. Also er kommt da gerne hier hin und sagt auch nicht, oh, jetzt ruft Kunde XY wieder an und das nervt jetzt nur, weil ich will jetzt das und das machen, sondern es muss eben eine Offenheit da sein, Menschen, auch eben gerade Kunden, helfen zu wollen und auch den Kollegen. Und das muss in der Führung anfangen und das muss sich durchs ganze Unternehmen projizieren und das wird eine Herausforderung der Zukunft sein, ist meine klare Meinung. Also da muss ein großer Umdenkprozess hier stattfinden. Also hier und ich denke aber auch in der Gesellschaft und in vielen anderen Firmen auch. Sehen Sie das gleichwertig mit dem ganzen Thema Digitalisierung oder geht das einher? Oder sagen Sie, das eine kann nicht ohne das andere? Oder? Das geht schon einher, ja. Klar. Es wird auch mit Sicherheit, ich sag mal, es müssen Aufgaben erledigt werden. Für viele muss man präsent sein, aber es gibt sicherlich auch Ansätze, dass man mehr in Heimarbeit macht. Ja. Ne? Und dass man sagt, okay, wie viel Zeit man dafür braucht und ne, das ist alles eins, aber wenn ich das Ergebnis habe, dann könnt ihr das auch als Heimarbeit vom Arbeitsplatz aus machen, also vom Heimarbeitsplatz aus. Und da muss auch eine gewisse Offenheit herrschen. Sicherlich auch eine der Antworten auf den Fachkräftemangel. Richtig. Die Flexibilität. Ne? Wir sind fast durch.
Die letzte Frage, die ideale Führungspersönlichkeit, wie sieht die heute aus? Ich meine, wir reden ja im Rahmen über, ne, Harvard Business Manager, Leadership und so weiter und so fort. Es gibt ja immer diesen Idealtypus, den es da eigentlich gar nicht geben kann, weil er überall perfekt ist. Aber so aus Ihrem Erfahrungshorizont, gerade so mit Blick auf das Traditionshandwerk hier, vielleicht auch auf die Region, auf Mittelstand, was würden Sie sagen, was macht die ideale Führungspersönlichkeit aus? Wichtig ist, dass ich in allem meinem Tun und Handeln eine gewisse Überzeugung habe, was will ich, dass ich darin authentisch bin, in der Umsetzung mich nicht verstelle und dass ich die Menschen mitnehme. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass ich jetzt nicht einfach Führungsverhalten eingeübt bekomme durch irgendwelche tollen Seminare, sondern dass ich auf die Menschen eingehe, die Menschen versuche, in ihrer Individualität auch mitzunehmen und dadurch das Team nachhaltig auch zu stärken. Und wenn ich das schaffe und da auch immer am Ball bleibe, dann habe ich, glaube ich, viel, was einer optimalen Führung nahe kommt. Klasse. Frau Ruse, besten Dank. Sehr gerne.